Ihnen wünscht, werden Sie für Einzeltage einen realistischen Baustellenablauf und Künstlerbetreiber in Kauf nehmen. Als Ziel gibt es einmal keine Eisenbahnherstellung, als Mann, und als Sie 12 Gebäude in der Mitte von der Kette hoch. Das heißt, die Modelle, die Sie hier sehen, sind alles Eigenkreationen. Die Modellbaukollegen haben nach Originalbildern, nach Fotos, nach Zeichnungen diese Modelle gebaut. Und dann sind die Animus, das ganz alle großen Augen auf der einen Seite von der Fabrik in der Stahlbahn und am anderen Ende kommt der Fabrikbahn raus. Im Modell ist es so, dass Aluminium, Messing, Stahl, ABS die Grundlagen sind für diese Modelle. Und damit verschwindet der Modellbaukollege ca. 700 Stunden bei LKW, 1500 Stunden bei Modellbau, bei der Produktionssteuer und so. Dann macht dieser Zeitpunkt dann wieder das Tageslicht und bringt hier zu den Veranstaltungen, die sind hier. Wir haben hier mehrere Baustellen eingerichtet, die wir jetzt im Zuge dieser Ausstellung umsetzen wollen. Auf der Glasseite links im Markt haben wir Teil- und Vermittlerhaufen. Dort ist der Ort der Gemeinde Lüftung. Das ist eine kleine Gemeinde hier in der Nähe von Friedrichshafen. Eine kleine Gemeindehalle. Und wir sind dabei, die Tiefgarage in der Gemeindehalle in den Kopf zu heben. Dort arbeitet das Modell von einem Parkenbau. 374 Meter. Das ist die Welt schon mal. Welches Baujahr wird angerichtet auf einer Bauarbeit und was sind für die Besonderheiten, die Feinheiten? Ja, also das ist ein MAI-F19 heißt er. Der Name sagt schon, es kommt aus den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. Die Jahre gekauft, das stimmt natürlich. Man arbeitet auch relativ lange daran, da man nicht in einem Schritt durcharbeitet. Dieses Modell hat in 7 Jahren circa gekostet. Aber bei den normalen Modellbauern braucht man auch 7 Jahre, um die neue S-Klasse zum Beispiel auf uns rauszubringen. Das ist schon in Ordnung. Ganz schön ruhig, beim F90 in der S-Klasse in einem Atemzug zu erwähnen. Glauben Sie, wie ist denn zum Funktionsmodell gekommen? Ja, bei mir hat es wahrscheinlich angefangen, weil so viel in den 70er Jahren war das Einzige, was man fernsteuern konnte, die Schiffsmodellbauer. Da bin ich auch gewesen und dann war es auch immer schwierig, den Teig zu finden. Und so konnte man die Modelle von Rädern viel besser vor der Haustür.